Wo kann ich sehen, welche Daten von anderen Seiten mit Facebook geteilt werden? Schon mal damit beschäftigt? Ich zeige es euch. Ja, innerhalb von Facebook, das wissen wir, laufen ganz schön viele Daten miteinander zusammen. Und natürlich teilen auch andere Seiten Informationen mit Facebook. Nämlich dann, wenn Business Tools von Facebook benutzt werden, laufen Daten über meine Besucher auf Webseiten auch wieder zurück zu Facebook. Das zeigt sich unter anderem zum Beispiel so, dass wenn wir in Online-Shops etwas gesucht haben oder gekauft haben, und die Informationen dann wiederum zurück zu Facebook fließen, dann werden mir personalisierte Werbeanzeigen dazu angezeigt. Das ist nur eine von vielen, vielen Möglichkeiten. Wo ihr sehen könnt, welche Webseiten mit Facebook das austauschen, diese Daten austauschen, oder wir auch die Möglichkeit haben, diese zukünftigen Datenzugriffe zu beschränken, das zeige ich euch im Browser. Facebook einmal bitte anmelden und dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Ich schalte jetzt mal um zum Browser, dann könnt ihr sehen, wo das ist. Das ist die Webseite, das ist Facebook. Und wir müssen zu den Einstellungen, also einfach oben rechts hier auf den Pfeil klicken, dann auf Einstellungen und Privatsphäre und dann auf die Einstellung. Da kommen wir zu der Haupteinstellungsseite unseres Facebook-Profils innerhalb von Facebook. Und auf der linken Seite gibt es einen Punkt, der heißt Deine Facebook-Informationen. Da waren wir in einem anderen Video schon mal. Hier können wir unter anderem auch die zusammengestellten Informationen von Facebook herunterladen. Und wir können hier aber auch zu anderen Punkten springen, wie dem Aktivitätenprotokoll. Wir können in diesem Aktivitätenprotokoll sehen, was wir alles auf Facebook gemacht haben, wo wir kommentiert haben und sowas alles. Und es gibt aber diesen Punkt hier Aktivitäten außerhalb von Facebook. Und Facebook schreibt hier, hier kannst du dir ansehen, welche Informationen zu deinen Aktivitäten außerhalb von Facebook wir von Unternehmen und Organisationen erhalten haben. Diese Informationen kannst du auf Wunsch löschen. Wir können sogar noch mehr, wir können auch die zukünftigen Beschränkungen dazu treffen. Hier unter dem Punkt, wenn wir dann auf Ansehen klicken, bekommen wir nochmal eine Erklärung, ja, wie diese Aktivitäten aussehen können und wie diese Informationen von Facebook genutzt werden, um für uns eine vielleicht persönlichere Wahrnehmung innerhalb von Facebook zu gestalten oder ein persönlicheres Facebook zu gestalten. Aber hier oben rechts gibt es eben die Optionen. Wir haben hier mehrere Optionen, nicht nur die zwei. Die Hauptoptionen sind deine Aktivitäten außerhalb von Facebook verwalten. Das heißt, wir können uns anschauen, wer oder was welche Organisation Teile getrennt hat. Wir können den Verlauf entfernen, das heißt alles wieder zurücksetzen auf Null quasi. Zugriff auf deine Informationen. Da können wir die Zuschlüssel in den unterschiedlichen Kategorisierungen abrufen. Wir können es herunterladen, künftige Aktivitäten verwalten. Wir gehen mal ganz oben hin, da können wir das sehen. Da sieht man das, nämlich hier sind 686 Apps derzeit bei mir, die die Informationen geteilt haben. Und wir sehen hier schon, hier unten drunter steht immer das Datum, also wie aktuell das Ganze ist. Ja, hier sieht man jede Menge Dinge, die hier zurückgelaufen sind von den unterschiedlichsten Informationen. Ja, ich war auf Facebook, war auf Airbnb, war auf HubSpot. Ja, habe mir ein paar Internetseiten angeguckt, war auf GoPro, war auf Easy Feedback, auf Themeforest, ja, Osnabrücker Zeitung, WhatsApp, und viele, viele mehr. Schon erschreckend, wenn man da so durchscrollt und sieht, wie viele unterschiedliche Organisationen und Unternehmen dann die Daten wieder zurück zu Facebook spiegeln. Es ist vielleicht auch nicht immer so cool. Deswegen drücke ich jetzt mal auf Verlauf entfernen. Dann muss ich eben damit rechnen und das sollte ich wissen. Der Facebook-Verlauf, Aktivitätenverlauf wird von meinem Konto getrennt. Natürlich laufen die Daten trotzdem noch weiter. Ja, und es kann natürlich sein, dass auch die Verbindungen zwischen den Webseiten mir und Facebook gekappt werden, über die ich mich zum Beispiel per Facebook eingeloggt habe. Ja, auch das ist klar. Wenn ich so ein Login treffe, dann müssen ja Daten hin und her fließen. Und der letzte Hinweispunkt, ich sehe natürlich genauso viel Werbeanzeigen wie vorher und wahrscheinlich sind sie eben nicht diejenigen, die dann so genau passgenau zu mir sind.
Also gut überlegen, ob wir den Verlauf entfernen oder nicht. Ich lasse es jetzt hier an dieser Stelle einfach mal sein und ihr wisst, wo ihr diese Daten finden könnt. Bis dahin. Ich nochmal, wenn ihr Lust habt, dran zu bleiben, dann gerne Playlist anschauen, Like da lassen, abonnieren, vielleicht auch den ganzen Kanal, wenn ihr Lust habt. Also bis bald, danke euch, ciao.